Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Wir sind wieder zurück nach, keine Ahnung, 4 Monaten Pause oder so. Na, ich würde sagen, 3,5. Also ich glaube, Ende Februar war die letzte Aufnahme. Jetzt haben wir Anfang Juli. Fuck, nein. Energy Drink läuft über. Ja, und der letzte Part, der online kam, der ist, glaube ich, jetzt irgendwie so 2 Monate oder vielleicht Monate, ich weiß es gar nicht. Ich habe da gerade gar keine Vorstellung. Aber das ist auch schon ein bisschen her, dass der tatsächlich online kam, der letzte Part. Oh, jetzt Yes. der. Ich öffne gerade mit höchster Vorsicht diese Energy-Flasche und siehe da, sie schwappt nicht über. Glück gehabt. Wir haben heute schon den 4. Juni und genau, ich muss vielleicht mal gerade erklären, warum wir da sind, wo wir sind. Also ich habe gerade eben den Speicherstand vom letzten Mal geladen und ohne dass ich irgendwas gemacht habe, wurde sofort diese Cutscene getriggert. Also wir sind quasi immer noch in der, wie hieß das Ding nochmal? Spielwelt. Nein, nee, nicht Spielwelt, also der Teil von der Spielwelt, ich komme gerade nicht drauf, wie das hieß. Also die speziell bewachten Zellen auf jeden Fall, das Innere von der Anstalt, wo wir beim letzten Mal eingebrochen sind. Und wir sind hinter diesem Raum, wo dann die ganzen Wachen und so waren, wo wir auch beim letzten Mal aufgehört haben. Und im Prinzip sind wir jetzt in Richtung Aufzug unterwegs gewesen und wir waren ja beim letzten Mal, hatten wir auch noch mit dem guten Scarecrow zu tun und der Wer flüchtet. wird. Wie war der Spruch? Der Spruch hier von Scarface hier. Hier, er macht zwar keine Fortschritte, aber ich ihm die Arbeit zu gefallen. Bezogen auf wen jetzt? Auf Scarecrow oder was? Ja, es war doch hier letztes Mal, wo sie gesagt haben: Naja, er macht zwar keine Fortschritte, aber ihm scheint die Arbeit Spaß zu machen. Also von Ja, also daher. Spaß macht's ihm. Er scheint immer noch ganz gut drauf zu sein. Hier sehen wir ja. Ja, der flüchtet auf jeden Fall gerade mit dem Aufzug und wie es aussieht, werden wir den jetzt noch verfolgen. Und das ist einfach die Cutscene, die getriggert wurde. Wir stehen oben und er ist im Aufzug Happy und wie. fährt runter. Happy wie immer. Tja, das war's dann auch schon wieder mit der Verfolgungsjagd. Hat sich ja gelohnt. Genau. Von da kommen wir nämlich. Da waren wir beim letzten Mal. Das ist dieser Gang da gewesen. Gut. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Steuerung war. Nee, gar keine Ahnung. Stimmt jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt nicht mehr so drin. Man muss sich erstmal wieder einleben. Ja. Das kenne ich ganz besonders, wenn man jetzt wieder mal Borderlands spielt und immer so, okay, auf der Taste mal zu ducken, auf der Taste mal Granaten Guck mal, ein werfen. Tonband. Von wem ist das denn? Würden Sie mir sagen, wie die in mein Büro kommen? Ganz einfach, ich habe sie da reingestellt. Wieso magst du keine Blumen? Ich glaube, die Bertha würde interessieren, dass sie ihre Zelle verlassen haben. Wenn du es wirklich erzählen wolltest, hättest du es schon getan. Woher wissen Sie, dass ich nicht schon getan habe? Weißt du, Süße, ich mag dich wirklich. Sogar deinen Namen. Stell ihn etwas um und wir kriegen. Harley Quinn, passt wie der Clown. Ich weiß, das habe ich schon gehört. Das ist ein Name, der mich zum Lächeln bringt. Er gibt mir das Gefühl, dass hier jemand ist, dem ich mich verbunden fühle. Jemand, der meine Geheimnisse hören möchte. Wirklich? Erzählen Sie weiter. Nicht hier, meine Liebe. Zu viele Augen, zu viele Ohren. Komm heute Nacht zurück. Da erwarte ich dich. Wenn wirklich, dass sie trotzdem als ein Clown-Make-up noch immer ihre alte Sekretärsbrille auf hat auf dem Bild. Ja, ich weiß nicht, manche Zeichnungen sind. Ich weiß gar nicht, wie alt die sind, teilweise. Im Ernst? Achso, okay, ich dachte gerade, das ist eine Sonnenbrille, die er da trägt. Aber es ist nur eine normale Brille. Sieht nur aus wie eine Sonnenbrille. Okay. Jetzt müssen wir irgendwie da runter. Der Sound von seinem Tape ist schon geil. Aber man sieht ja, das Cape ist ja auch schon ein bisschen angeschlagen. Muss, muss, muss,
Wir müssen mal wieder hier ein paar Mickey Maus Dinger reinnehmen, dann wird es wieder. Ja, genau. Oder so lachende Smileys. Ja, genau, so richtige Rentnerscheiße. So, mal gucken. Kann ich da jetzt einfach so runter? Ich bezweifle es Na, ja. na, 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 klar kannst du das. Because you're Batman. Okay. Ich kann es wirklich. Na, sag ich doch, wie because I'm Batman. Oh shit. Okay, bin ich hier überhaupt richtig? Ich. Doch, ich nehme mal an. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu tief. F-Kreis lasse ich los. Okay. Jetzt weiter runter. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Denke ich. Doch, ja. Wir gehen auf jeden Fall weiter runter. Ich glaube, hier sind wir tatsächlich beim ersten Mal auch hochgegangen. Ich bin mir gar nicht sicher jetzt. Was wird zumindest erklären, warum wir keine hier Bilderrätsel mehr sind? Ja, also wir sind hier schon mal lang gegangen, aber ich weiß nicht, ob wir genau den gleichen Weg auch hochgegangen sind. Upsala. Okay, lass mich mal gucken. What Der Joker nicht sauer Okay. sein? Warum? Er war es doch, der Crane rausgelassen hat. Was gibt's da unten? Killer Crocs Zelle, Mann. Du hast die Geschichten gehört. Man kann sie genauso gut seine Futterstelle nennen. Oh. Keiner geht rein und kommt heil wieder raus. Wieso fährt Scarecrow da nach unten? Wen juckt's? Ich hab die Tür hinter ihm verschlossen. Er kommt nicht mehr raus. Komm Oh, schon. ich glaube, die Story, die war schon mal hier in Batman Gotham Knight drin, in diesem hier Film von 2008, von diesem DC Animated Universe. Da hat quasi auch hier Scarecrow Killer Croc mit seinem Furchtgeist gespliced. Wenigstens habe ich den richtigen erwischt. Oh Gott, da war so ein Messertyp. Das musste ich nochmal bei dem Typen machen. Ich glaube hier. Nur die frage ich mal noch, sind das jetzt Ausflüchte, die auf dem Kopf haben, oder sind das einfach Ja. nur Haare? Ich weiß immer noch nicht, was das für. Die Typen sind komisch. In wie viele Teile Okay, B war's. Ich wusste nicht mehr, was ich bei dem Typen drücken sollte. Verdammt, ey. Gibt's hier irgendwas? Nö, aber ich glaube, hier waren wir tatsächlich auch schon mal drin. Aber da war natürlich beim letzten Mal noch nicht hier das Ding. Das müssen wir jetzt ausschalten. Captain, wir empfangen ein Signal. Hier für Captain, ich empfange eine Störung der Matrix. Oh mein Gott, it's over 9000. Der Typ, da unten sind ja auch andere Typen. Ich dachte, die trauen sich alle nicht dahin wegen Killer Croc. Ja, wir wissen und vor allem, dass das Ding geht wirklich deutlich, da neigt den mechanischen Effekt kaputt und keiner guckt auch nur hoch. Egal, macht mich verrückt. Ja, mich auch. Nein, da ist er wieder. Wieso lässt ihr der Bosch überall rumlaufen? Ich erzeug nicht. Nur eine zusätzliche Ablenkung für die Fledermaus, was ich gut finde. Was meinst du? Er meint, wenn die Fledermaus nach Scarecrow sucht, stört sie uns nicht. Und wir könnten hier vielleicht heil rauskommen. Da hast du recht, Meerjungfrau Mann. Ich will jetzt gerade nicht auf Meerjungfrau Mann kommen, wollte gerade irgendwann so in Richtung mehr Barsche, Jungfrauen, Blab sein. So. Sei Alarm, du Bitch. Ja. Torpedo-Modus aktiviert. Feuer. Meerjungfrau Mann. Ach so, die holen sich die Waffen aus dem. Nix, ihr holt euch keine Waffen daraus. Bam. Wie fühlt sich das an, auf den Beinen von dem anderen Typen zu liegen, ja? Warum haben die eigentlich alle keine Schuhe an? Gehören die etwa nicht zum höheren Lebensstandard? Ich glaube, die gehören nicht zur Gefangenenausstattung. Das ist es einfach. Oh, eine Geheimniskarte. Nice.
Oh, okay. Da waren da gerade die ganzen Bilder von Croc. Ah ja, stimmt. Wie? Kann ich das... Nee. Ransom? Aber hier ist irgendwo was. Wie war denn das nochmal? Nee. Nee, auch nicht. Aber ja, es sind eine Menge Bilder von Killer Croc. Ja, ist ja typisch. Hier, Scarecrow war ja auch mal wandelnder Arzt. Also von daher. Ja gut, das hier... Ich weiß gar nicht, ich glaube, das gehört zur normalen Gefängnisausstattung. Also hier sind diese Halsbänder, um ihn stillzulegen. Ich dachte gerade auf den ersten Blick, wenn Toiletten sitze. Schade. Ja, ist ja auch egal, so wichtig ist es auch nicht. Aber eigentlich sollte hier was sein, ja. So. Was haben wir denn hier? Eine Kamera. Hi. Kamera? Eine Kamera. Eine Kamera. Ja, weiter. Weiter. Warte mal, da ist doch... Da ist das nicht so ein Grabstein? Nee, doch nicht. Und dann wird der Anzeige eingeblendet. Mensch, Kamera! So, was hat der Kameratyp denn mit der Anzeige zu tun? Das Fleisch für Killer Croc, das wird wohl da reingeleitet irgendwie. Lecker. Oh shit. Ist das hier schon die Zelle? Shit. Nein, Zugang zum Kontrollraum. Ah, hier ist auf jeden Fall Glück gehabt. Tonband. Setz dich und halt's Maul. Glauben Sie, ich habe Angst vor Ihnen, Cash? Ganz ehrlich, so cool ich das Batman-Universum finde, ich wollte nicht erleben. allein hier, als er gerade gesagt hat, dass das kitzelt, ich musste sofort hier am Werk vom Mann und seinen Kitzelring für hier Fanta-Wochen denken. Das ist für, ganz ehrlich, Killer Croc ist bestimmt nichts anderes als ein Alternativuniversum, der mehr irgendwo Mann halt hier die Macht des Kitzelrings missbraucht hat. Weil weißt du noch, wo Patrick schon so komplett im Rollstuhl saß, angebunden yeah. Und er so, welche Farbe bei Unterhose? Keine Ahnung, und immer Kitzelring. Und hier Spotshop ist ja verantwortungsvoll, bewusst im Umgang, dass er mehr irgendwo mal gelernt hat. Und das hier ist nur ein Alternativuniversum. Deinen dunkelsten Albträumen füllen und du wirst niemals deine wertvollen Venom-Wurzeln erreichen. Tu es nicht, Craig. Oh mein Gott, nein, Scarecrow! Ist er tot? Hat er gerade? Also. Wo ist die Maske? Er ist nicht tot, nee. Er ist nicht tot. Aber er hat ihn zumindest die Maske abgenommen, das heißt, dass er jetzt so gesehen nicht mehr gegen sein eigenes Furchtgas immun ist. Ja, das stimmt auch. Aber nee, er ist tatsächlich nicht tot, weil soweit ich weiß, ist Scarecrow der Endboss in dem allerneuesten Arkham-Spiel. Arkham Knight oder so heißt es, glaube ich. Na, aber ist das auch wirklich dieselbe Welt oder einfach wieder nur eine andere Welt? Dieselbe Welt ist das. Also das ist nicht kein alternatives Universum oder so. Sondern das ist hier die Arkham-Welt, sag ich mal.
Also die Lore, die in den Spielen auch schon vorkommt. Ich muss gerade mal ernsthaft überlegen, wie ich jetzt hier weiterkomme. Weil ich gerade überhaupt keine Vorstellung habe. Muss ich den Haken hier irgendwie benutzen? Stell dir mal vor, wenn du einfach so deinen Teaser ins Wasser schießen könntest, um damit Killer Croc zu ärgern. Aber ich kann ja da nicht rüberspringen, oder? Nein, natürlich kannst du es, because you're Batman. Ich glaube nicht. Well, oder muss ich hier lang? Wie ach du, da. Ja, ach, hier, da oben war gerade zum Kreis, wo du dich vielleicht anhangeln kannst. Da, links, da. Die links. Ketten vielleicht. Und dann die Ketten vielleicht, die ernähren solchen Kreisen. Nee, normalerweise sind Sachen speziell markiert, wo ich mich dran. Schade, ich dachte, weil da drüben halt das Wunderrätsel ist. Ich versteh's aber gerade nicht, wieso ich hier nicht rüberkomme. Es kommt echt davon, wenn man sowas so ewig lang nicht mehr spielt und dann wieder spielt. Oder kannst du dir das Riddler-Rätsel vielleicht ranziehen mit dem Ding? Mit dem. Ja, ich weiß, was du meinst, aber. Na, schade. Nee, das geht nicht. Ach komm, das kann nicht sein. Irgendwas. Gib mir doch nicht. Irgendwas ganz Offensichtliches mache ich gerade falsch. Wenn ich jetzt wüsste. Ah, da muss ich hier rein. Nee, das funktioniert nicht. Da rein komme ich nicht. Ich hätte halt echt gedacht, weil das ist das Item, was wir als letztes bekommen haben, dass ich das auch hier irgendwo brauche, aber. Nein, das ist zum Beispiel so, dass du quasi nur so dieses kleine Tutorial-Phase hast, weil die Developer ja auch wollen, dass du das alles schön benutzt. Und dann, jo. Oh, da muss ich erst jetzt wieder versuchen, hier irgendwie raus. Ne, ich komme da gar nicht mehr hoch, oder? Ja. Doch, ich komme da noch hoch. Aber das wäre ja Quatsch, wenn ich jetzt wieder einfach rausgehen müsste. Nee, das glaube ich nicht. Ich muss schon irgendwie. Warte mal. Ja doch, ich muss schon da rein. Ich muss hier ein Stück die Kanalisation runter. Aber wie zum Teufel komme ich da hin? Mit einer Menge Fantasie. Zweifelsfall mache ich es wieder so wie beim letzten Mal, dass ich kurz pausiere, bevor das hier zu lang dauert. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, also. Na, ich sag's mal so, ich könnte jetzt ja natürlich auch einfach nachgucken im Internet, aber das Gefühl, wenn man es selber schafft, ist dann doch immer schön. Nein, für mich nicht. Okay, ich mach mal einen kurzen Cut.